Die Rauschen Tucan lebt in der Urwald von Bolivia, Brasilien und Guyana. Ein vollwachsener Tucan von dieser Sorte bereicht eine Lebenslänge von nichts mehr als einen halben Meter und wiegt bis 700 Gramm. Er hat eine charakteristische, sehr große gel-orange Schnabel mit einem schwarzen Punkt. Seine Masse ist ein Zwanzigste von der Vogel und seine Länge ist beinahe ein Drittel von seiner totalen Lebenslänge. Dank seinem kann es nicht werden verwahrt mit einem anderen Vogel. Der Schnabel hat eine thermoregulierende Funktion. Es ist dicht besaid mit Blutwatte und kann overtollige Warmte aus dem Lichaam verwedern. Der Rosentukan hat vornehmlich Früchte und hat Insekten und Vogeleieren. Favorite Eten ist die Frucht von Guave, Peper und Sinapsappels. Er lebt in Paaren auf kleine Gruppen. Tijdens de vlucht beweegt het in korte uitbarstingen. Deze vogel is de aantrekkingskracht van veel dierentuinen over de hele wereld. Maar in gevangenschap levende individuen hebben problemen met het opslaan van ijzer in het lichaam. Het werd voor een eerst wetenschappelijk beschreven door de Duitse zooloog Status Müller in 1776. Hoewel het al meer dan twee eeuwen bekend was bij Europeanen.